Und damit herzlich willkommen zu Killing Floor Weekly. Heute in der Kalenderwoche 24 kümmern wir uns mal um Boom. Das ist das allererste Event und die allererste Folge. Wir machen jetzt wöchentlich, oder ich mache wöchentlich jetzt Videos über das Event, was man da bekommt und warum und was man da machen muss. Also, als Belohnung bekommen wir dieses Accessoire. Da kommen so explosionen Ohren, wie ihr sehen könnt. Und ja, das ist die Belohnung. Viel mehr gibt es dafür noch nicht. Dann haben wir die Aufgabe. Ihr müsst ganz normal auf der ihr müsst normal spielen. Normaler Schwierigkeitsgrad. 7 Runden müsst ihr auf jeden Fall machen. Und die Karte könnt ihr wählen. Das seht ihr genau jetzt. Da könnt ihr, wenn ihr müsst erst die Karte einstellen. Und dann wechselt ihr oben von Überleben auf wöchentlicher Spielmodus. Und dann geht's. Dann könnt ihr die Karte nämlich bestimmen. Ich würde euch hier empfehlen, dass ihr eine möglichst offene Karte nehmt. Ich habe einmal Helms Klamm benutzt und einmal Ice Arena. Das sind beides Custom Maps. Aber möglichst groß, offen, einsehbar. Dass ihr viel sehen könnt. Denn die Herausforderung, die Aufgabe liegt darin, dass die Sets, wenn ihr sehen, sie spalt, sie sterben, egal wie, explodieren sie und fügen euch relativ viel Schaden zu. Sich gegenseitig nicht, aber dem Spieler. Das bedeutet, ihr müsst alle Sets auf Abstand halten. Möglichst weit weg. Immer versuchen, weg, weg, weg. Als Klassen kann ich euch hier empfehlen, entweder ihr spielt Commando. Medic kann nützlich sein, dann könnt ihr euch mal wieder immer vernünftig heilen, das geht. Müsst ihr aber auch alle Schadensperks nehmen. Das Video nämlich mache ich gleich fertig. Dann könnt ihr auch noch Sniper nehmen oder den SWAT. Auf jeden Fall irgendwas, womit ihr auf Range was machen könnt. Als ihr könnt auch SWAT nehmen, da könnt ihr halt vernünftig weglaufen, ist aber auch möglichst weit weg töten. Als Sniper hatte ich am Anfang das Problem, das seht ihr hier auch, werdet ihr noch sehen, dass du kriegst sie zwar super weg auf Entfernung, aber sobald sie zu nah rankommen, dann bist du am Arsch. Du hast ohne die EBR nicht genug Feuerkraft, um alle Sätze auf Abstand zu halten gleichzeitig. Alleine jetzt. Das machen wir jetzt ja solo. Ja, das ist das große Problem. Als allgemeine Tipps kann ich nur sagen, schaut euch vernünftig um. Als Sniper habt ihr den Vorteil, ihr könnt, wenn ihr eingekesselt seid, eine Granate schmeißen. Das würde ich sonst nicht mehr, sonst seid ihr nämlich tot. Als die Eishalle friert die Gegner ja nur ein, tötet sie aber nicht. Das würde sie explodieren auch nicht. Damit könnt ihr euch, das seht ihr jetzt, könnt ihr damit euch auch freisprengen, wenn ihr Bock habt. Ja, das war's zu der wöchentlichen Video. Das war's. Nächste Woche kommt das nächste Video. Mal schauen, wann dann die nächste Woche beginnt. Was jetzt wirklich vom Montag Besonderes oder ob die dann einen anderen Termin haben. Auf jeden Fall haue ich dann das nächste Video raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Fürs Zuschauen. Haut rein, Junge. Mir war Zeit für eine direktere Herangehensweise. Ich komme wieder.